Herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ja, meine Güte, so schnell vergeht die Zeit. Jetzt haben wir schon Aschermittwoch und ich bin wieder da mit einem neuen Rezept für euch. Und zwar fangen wir an mit etwas fürs Frühstück. Und dazu gibt es einen Hackepeter aus Reiswaffeln. Hackepeter, das ist nichts anderes als Mett. Und ja, ist halt nicht vom Tierischen, sondern wirklich aus Reiswaffeln. Als ich dieses Rezept bei, was war, wo war es? Essensliebe entdeckt habe. Essensliebe.de. Ich treibe mich ja auf allen möglichen Foren rum und Seiten rum und gucke, was gibt es so Interessantes, was ich für den Thermomix umwandeln kann. Da habe ich das gefunden. Und ja, habt ihr erst gedacht, ja, toll. Mett aus Reiswaffeln, wie soll das denn schmecken? Und habe mich eines anderen belehren lassen. Das ist eins meiner Lieblingsaufstriche. Und ich zeige euch einfach mal, was wir dafür brauchen. Ihr werdet euch wundern. Ganz ehrlich, ihr könnt mir es glauben oder nicht, aber mein Hackepeter besteht nur noch aus Reiswaffeln. Das ist wirklich so genial. Ich habe jetzt das komplett ausgetauscht. Und die Veganer werden sich natürlich freuen, wenn auch mal ein Rezept für sie dabei ist. Und ich brauche 100 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm Reiswaffeln, 250 Gramm lauwarmes Wasser, 35 Gramm Tomatenmark, 2 Esslöffel Öl und an Gewürzen brauchen wir granulierten Knoblauch, etwas Salz, schwarzen Pfeffer, Paprika edelsüß und ganz wichtig geräucherten Paprika. Den kriegt ihr überall in gut sortierten Supermärkten und ein Teelöffel Gemüsebrühe Instant. Wir beginnen damit, dass wir die Reiswaffeln zuerst zerkleinern, weil wenn wir jetzt die Zwiebeln zuerst machen würden, dann wäre der Topf feucht und dann bleiben die halt kleben. Deswegen zerkleinern wir die Reiswaffeln zuerst. Und zwar wiege ich mir mal gerade die 100 Gramm ab. Und die zerbreche ich mir einfach jetzt mal in Stücke und gebe die in den Mixtopf rein. Zerkleinert werden die jetzt 7 Sekunden auf der Stufe 5. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Das wird jetzt umgefüllt in einen Topf bzw. in eine Schüssel. Jetzt will ich euch noch kurz was vorstellen. Und zwar sind das diese kleinen Frischhaltebehälter für, wenn ihr zum Beispiel halbe Tomate noch übrig habt oder Zitrone oder Limetten oder wie ich jetzt eine Zwiebel. Dann bleibt nämlich euer Kühlschrank geruchsfrei. Ja, und die kann man einfach in die Spülmaschine stellen. Ich bin total begeistert. Davon kommen 2 Stück, diese Größe und noch eine kleinere. Also ich bin begeistert davon und stelle die euch unter dieses Video in die Empfehlungsliste. Jetzt wollen wir unsere Zwiebel zerkleinern. Und das mache ich wieder wie immer. 5 Sekunden. 5 Sekunden auf der Stufe 5. Daten hinein kommt jetzt. Jetzt geht's los. Wieder unser, ich freue mich total darauf, ne? Jetzt kommt unsere Reiswaffeln dazu. Als nächstes kommt hinzu, komm, 35 Gramm Tomatenmark, 250 Gramm lauwarmes Wasser. Dann gebe ich noch 2 Esslöffel Öl dazu. In dem Fall nehme ich jetzt Rapsöl, weil ja, ich finde es eins der besseren Öle. Hat einen hohen Vitamin-E-Gehalt und ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Und jetzt zu den Gewürzen. Wir fangen an mit einem Viertel Teelöffel Knoblauch, den granulierten. Vom Salz her nehme ich einen halben Teelöffel.
Und die Gemüsebrühe ist auch ein halber Teelöffel. Ja. So, nicht dran kleben bleiben. Schwarzer Pfeffer. Schwarzen Pfeffer, was habe ich mir aufgeschrieben? Einen halben Teelöffel. Wenn der allerdings frisch gemahlen ist, so wie meiner, könnt ihr sogar da noch ein wenig runtergehen. Dann Paprika edelsüß. Nehmen wir einen ganzen Teelöffel. Und von dem gewürzten, geräucherten Paprika nehmen wir, was habe ich mir aufgeschrieben? Da muss man nämlich ein bisschen vorsichtig sein, genau, ein Viertel Teelöffel. Aber ach, das ist ein Geruch, der ist unglaublich. Der muss mit rein, wirklich. Absolut. So, und das war's auch schon. Jetzt wird das Ganze vermischt. Und zwar 20 Sekunden auf der Stufe 3 im Linkslauf. Zeige ich euch mal, wie die Masse jetzt aussieht. So sieht es jetzt aus. Und das wird jetzt aber nochmal verknetet. Ich schiebe das noch ein bisschen nach unten. Das wird jetzt nochmal verknetet. Und zwar auf der Teigstufe für 2 Minuten. So, ich habe mir jetzt Gläser noch sterilisiert. Ich fülle die immer mit kochendem Wasser auf und lasse die 5 Minuten stehen. Das gleiche mache ich auch mit den Deckeln und dann natürlich nicht mehr am Rand anfassen, aber mit so einem Küchentuch auswischen bzw. Küchenkrepp. So, dann sind die auch bakterienfrei. Schaut mal, so sieht das Fertige jetzt aus. Und das fülle ich mir jetzt ein in meine Gläser. Ach ja, der war noch ein bisschen heiß. Kind, nachdenken, Kopf einschalten. So. Ein volles Glas habe ich rausbekommen. Guck mal. Oh. Das ist eine tolle Farbe, oder? Und ein bisschen noch habe ich mir einfach ein Schüsselchen gemacht, weil das wird sowieso zum Abendbrot heute schon verputzt. Also dieses Rezept ist wirklich super einfach und man hat es ganz schnell gemacht. Wenn das erstmal richtig durchgezogen ist, oh, herrlich. Freue ich mich schon drauf. Es kommt jetzt ab in den Kühlschrank und dann gibt es Abendbrot. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept am Freitag. Bis dahin, eure Claudia. Ciao!